Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem Kanal MuckTV. Wir fangen direkt an, ohne viel zu quatschen. Los geht's. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja, natürlich. Stell dich vor. Ich heiße Valencia, bin 21 Jahre alt und ja. Ist es okay, dass du dabei bist? Nein. Ja, ja. Ja! Stell dich vor. Ich bin die Sabrina, ich bin 28. Geht's los? Ist es okay, dass du dabei bist? Ja, ja, alles gut. Dann stell dich vor. Ich bin Sumi, ich komme aus dem Irak, ich bin Kurde, kurdischer Iraker halt und ich komme aus Giesing. Okay. Ich bin Giesinger, stolzer Giesinger. Stolzer Giesinger? Ja, natürlich. Wieso? Wieso? Wir sind die Giesinger, wir sind die Krassen in München. Aber was trennt euch von den anderen? Gar nichts, Bruder, ich sag's nur. Irgendwas muss ja aber abheben. Was sollte er abgeben? Was meinst du? Nee, abheben meine ich. Muss ja Unterschied geben, dass du sagst, das ist geil. Wie soll ich dir sagen? Ich kann nicht mal. Was soll ich sagen, Bruder? Sind die Leute dort cooler drauf? Nein, ich bin halt Giesinger und ich sag halt, Giesing ist Nummer 1 in München. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja, normal. Stell dich vor. Ich bin Manu, 16 Jahre alt und komme aus München. Stell dich vor. Ich bin Clara, 16 Jahre alt. Stell dich vor. Ich bin Zedef, 17 Jahre alt. Wer soll zuerst anfangen? Wir machen dreimal Flifla-Flu. Komm. Ja, okay, dreimal, oder? Dreimal. Boah, wow, setz drauf. 2-1. Oh, 3-1. Dann fängst du an, weil du verloren hast. Erzähle Geheimnisse von deinem Ex. Er ist gay. Er ist gay, heimlich. Er f***t Löcher. Und noch andere auch? Ja, also er f***t gerne Männer ab. Hat er auch andere Geheimnisse? Und er macht noch Kreditkarten, das kann ich nicht sagen. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja. Stell dich vor. Ich bin Luis, ich bin 16 und komme aus München. Ist es okay, dass du dabei bist? Freilich. Stell dich vor. Ich bin Rodriguez und ich habe früher in München gewohnt, aber jetzt bin ich mehr. Ist es okay, dass du dabei bist? Normal. Dann stell dich vor. Da Vinci, 20. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja. Stell dich vor. Samuel, 17 Jahre. Erzähle Geheimnisse von deiner Ex. Wie, was meinst du? Was für Geheimnisse? Was für Geheimnisse, Bruder? Geheimnisse, die du nur weißt. Boah. Keine Ahnung. Ist nichts Besonderes. Jetzt komm, Mann, hier, Fieber mal ein bisschen. Energie. Ja, die ist was anders als die anderen Weiber. Ja, was soll ich sagen, Bruder? Geheimnisse, die steht auf Füße, Beispiel. Ja, Bruder, die steht auf 17 cm. 17 cm. 17. Ich hab 70 verstanden, deswegen. 17, Bruder, übertreib mal. Ja, ich dachte, du übertreibst. Nein, sorry. Bruder. Erzähle Geheimnisse von deinem Ex. Da gibt's viele. Er hat jedes Mal geheult nach jedem Streit. Hat er mir wenigstens erzählt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ja. Und ja. Hat er keine Videos geschickt? Er hat keine Videos geschickt, nee. Und was gibt's noch für Geheimnisse? Muss ich ehrlich nachdenken. Erzähl du Geheimnisse von deiner Ex? Boah, also, egal welche, kann auch über 18 sein. Alles. Okay. Kannst du auspacken. Wir waren einmal so unterwegs, Skaterbahn, in so einem Haching. Auf einmal ist halt so eine Freundin von ihr gekommen. Wir wussten nicht, ob sie jetzt lesbisch ist oder bi oder normal. Sie hat sich halt dort geoutet, hat gesagt, sie ist lesbisch. Aber sie hatte noch nie was mit einem Jungen. Und mitten in der Nacht habe ich meine Ex aufgeweckt und hat gesagt, hast du Lust auf einen Dreier mit meiner Lesbe? Alles passiert. Das ist eher ein Checkpot, glaube ich. Ja, war es auch. War aber gut. Und war es gut gelungen? Ja. Hat sich rentiert? Hat sich rentiert. Bis dass die Mutter reingekommen ist, war nicht so gut. Okay. Ja, er fing Schlöcher von Männern. Mehr hatte keine Geheimnisse. Doch, der hat schon mehr. Was hat der denn noch? Sag doch. Weiß ich die haben doch eh keinen Namen. Und er ist gay. Hä? Noch was? Er hat mich kennengelernt und danach ist er gay geworden. Lag's an dir also? Ja, ich glaube schon. Ja? Ja. Woran kann das liegen? Dass ich ihm gezeigt habe, was eine Frau ist. Und er hat sich dann so entschieden, einen Mann, Männer zu daten. Verstehst du? Weil du gezeigt hast, dass das, wer eine Frau ist? Ja. Was Frauen sind. Ach so, was Frauen sind. Ja. Oder wer das Sagen hat, meinst du? Ja, genau. Dass eine Frau das Sagen hat. Und das war für ihn bildlich nicht zu erklären? Ja.
Deswegen hat er sich für Arsch entschieden. So schnell kannst du dir alles ändern. Ja. Und wie würdest du dich bewerten? Ich? Ja. Wie bewerten? Wie würdest du dich einschätzen? Für den Charakter, Eigenschaft, deine Stärken, deine Schwächen? Ich habe keine Schwächen. Seiten? Ich bin nur positiv. Was soll ich noch sagen? Zähl auf, was? Ich bin positiv, ich bin eine gute Frau. Ich bin sehr, sehr gut. Wieso dann sag mal, wie du bist, Digga. Es geht nicht um mich. Mein Charakter ist aus Gold, außer bei hässigen. Aber mit Charakter kann man nichts kaufen. Ja. Die Frau muss ja was bringen auch. Ja. Was soll ich dir denn erzählen? Was sind deine Stärken? Wo meinst du das? Meine Stärken sind... Kannst du kochen, Beispiel? Ja, normal. Du auch, oder? Ich bin intelligent. Intelligent? Intelligent. Und so kocht sich das dann? Ja. Was kannst du kochen? Alles. Erzähl ein Gericht. Internet nach und dann schon. Erzähl ein Gericht. Alles. Ich bin Albanerin. Was du magst. Albanerin, können alles. Zeig dir Adlerzeichen. Ist ein Adler überhaupt oder ein Vogel? Bist du aufs Maul? Was redest du so? Nee, was ist denn das? Das ist ein Adler. Ja, vielleicht wissen die Leute nicht, du musst es erklären. Ja. Was? Ananas. Erzähl Geheimnisse von deiner Ex. Sie hat Angst im Dunkeln. Oder im Dunkeln hat sie Angst. Und tja. Und sie mag nicht, und sie ist sehr, sehr eifersüchtig. Egal, wenn sie sagt zum Beispiel, nein, ich bin nicht eifersüchtig, sie ist sehr, sehr eifersüchtig. Das ist gelogen, wenn sie sagt zum Beispiel, sie ist nicht eifersüchtig. Sehr, ja. Wie hast du das gemerkt? Man merkt einfach, ich hatte früher eine beste Freundin und ich habe halt zu ihr gesagt, hey, ich habe eine beste Freundin, Niki, was, hast du was mit ihr und so, die ist halt gerade aufgeregt und so. Und ich habe Angst, dass du mit ihr was hast und so, Niki, chill out, das ist noch meine beste Freundin, will nicht mit ihr was haben und so. Und ja. Erzähle Geheimnisse von deinem Ex. Von deiner Ex. Von meiner Ex. Von meiner Ex erzählen? Von deiner Ex, von deiner Ex-Freundin. Geheimnis. Erzähle Geheimnisse von deiner Ex. Okay. Meine Ex hat mir mal erzählt, sie hat einen Fünfer mit 5 Jungs. Das fand ich halt scheiße so. Ach, sie hat es dir erzählt sogar? Ja, das fand ich voll cringe. Krass, ohne dich? Ja. Das war das Cringe, oder? Ja, ohne mich. Aber es war nicht in der Zeit, wo sie mit dir war, ne? Nein. Okay. Zum Glück. Das wäre noch. Ja. Und noch welche Geheimnisse? Aber das war nur Freundschaft plus. Ich wollte eh nichts von der, okay. Was richtig ist. Hat sie noch was erzählt oder ist dir was aufgefallen? Nee, nur das war ihr Geheimnis. Und noch welche Geheimnisse? Sie steht auf Fußnägel. Lange? Ja. Wie viel Zentimeter, Millimeter? 3-4. Ja, Bruder. Du weißt ganz genau, warum. Okay. Fußnägel oder Fingernägel? Fingernägel, was war Fußnägel, Bruder? Ja, soll ich mit Fingernägel Fußnägel machen? Okay. Warum war deine letzte Beziehung am Ende? Bruder, es hat nicht geklappt. An dir? Lag's an dir? An uns beide. Wir haben uns nicht verstanden. Vom Sprache her oder wieso habt ihr euch nicht verstanden? Also Beziehung war Katastrophe. Zweijährige Beziehung war Katastrophe. Also wir haben uns nicht verstanden, kein Vertrauen, nix. Schluss gemacht. Hast du auch andere Stärken? Sag mal, nicht kochen. Was kannst du? Bist du gepflegt? Ich kann gut trinken. Was? Trinken oder schlucken? Trinken. Du kannst schlucken, Digga. Aber was hat Trinken mit Stärke zu tun? Ja, das ist eine Stärke. Du trinkst eine Dose, du fliegst. Was ist deine Meinung? Trinken, Stärke? Hä, das ist eine Stärke. Das ist eine Stärke. Manche Männer trinken nicht wie ich. Das ist schon was. Das hatte ich auch mal so eine Situation. Das fand ich echt peinlich. Aber das muss doch nicht in einer Beziehung unbedingt sein, das Trinken. Ja, normal. Das ist schon peinlich, aber wenn dein Freund dann so abkackt, obwohl du mehr getrunken hast als er so. Weißt du, was ich meine? Also ist Trinken wichtig? Oder die muss es zumindest aushalten, oder wie jetzt? Am besten gar nicht trinken. Ja. Das aber meine ich ja. Trinken ist das Beste. Ja, Lack, du hast keine Stärke einfach. Was? Ich habe keine Hobbys, ich habe nichts. Doch eins muss ich sagen. Ich habe keine Hobbys. Deine positive Seite, eine einzige hast nur. Mit dir hat man ein lustiges Erlebnis. Ja. Aber das war's auch. Ja, wenn das du meinst, du kennst mich ja so gut. Na, ich sag nicht sehr gut. Ja. Aber du konntest ja selber nicht mehr aufzählen. Pow! Oh! Ja, ich habe keine Hobbys. Du sagst, was kann ich gut? Ich kannst du tanzen? Ja. Was? Du weißt schon was. Nein? Ich kann gut Talawa tanzen. Talawa tanzen? Kannst du nicht Breakdance? Nee, kannst Hip-Hop? Du? Kannst du? Hip-Hop? Mach Talawa, komm. Ja, komm. Spaß. Mit dir mach ich nicht. Nein, mach was anderes. Mach du doch was! Wallah, du riechst mich wieder. Mein auf. Schuh auf deinen Kopf, Mann. Ja. Was hast du noch für ein Geheimnis? Über Ex-Freundin? Boah, mehr.
also es war wieder die gleiche. Der kleine, der Kollege, der war auch dabei. Also er ist kurz danach gekommen. Wir hatten so eine Zeit lang, wir waren ja länger zusammen, hatten wir wieder was. Aber ich konnte wegen Knieverletzung ja jetzt nicht so rumexperimentieren. Haben uns gedacht, ja, Wohnzimmer. Ja gut, ist für die Oma ein Schock, wenn sie reinkommt mit Hunden. Ne? Davon gibt es aber auch Videos, weil meine Eltern haben Kamera aufgestellt, weil ich Scheiße gebaut habe. Oh Mann. Bei dir, du wirst oft erwischt. Ja, ja. Entweder liegt es daran, dass du zu offen bist oder bist nicht gut genug beim Verstecken oder Geheimbleiben? Nein, nein, ich bin offen. Ich bin sehr offen. Sehr offen. Ja. Okay, okay. Was sind so deine Experimente eigentlich, wenn du fit bist? Oh, also das ist, was mit Knie, bei Fitness passiert, aber mit Experimente meine ich eher so, also wenn ich in einer Beziehung bin, so neue Sachen ausprobieren. So draußen, ne? So romantische Sachen oder was meinst du? Beides, beides. Aber wenn es um Sexuelle geht, so draußen gerne mal so. Kann man flexibel meinst du, ne? Ja, ja. Sehr flexibel. Praktisch und so. Praktisch. Picknick und alles. Nein, nein, Picknick nicht. Ich stehe eher so auf diese See oder dieses Gebüsch manchmal. Oh, See muss sein. Aber nur mit einer Person, mit der ich länger zusammen bin. Sonst okay. Mache ich das nicht. Ah, okay. Wieso? Oh, ich habe keinen Bock, dass ich ein Mädchen verarsche oder so. Meine Mutter hat mich so erzogen, dass ich kein Mädchen verarsche. So, wenn dann abgemacht, so, weißt du, so locker. Aber nicht locker, dann, wenn da was ernst ist oder Freundschaft. Ah, okay. Du bist sozusagen, wenn es ernst ist, bleibst du auch ernst dabei. Ja, natürlich, ja. Erzähl du Geheimnisse von deiner Ex? Oh, hör mal. Meine Ex, die war 18. Und ihre Mutter war 35 und mein Cousin ist 25 und ich wusste nichts und die hat mir erzählt, dass mein Cousin was mit ihrer Mutter hatte. Verstehst du? Irgendwie habe ich es mir schon gedacht. Mein Cousin hat mit ihr Huppa Zuppa gemacht. Hast du supportet? Normal. Ich wollte mit dabei sein, aber ging nicht. Hat er nichts klären können? Nee. Und wusste das deine Ex? Ja. Und war es für sie normal? Ich bin nicht mehr mit ihr. Okay, aber damals? Damals schon, ja. Und dann wusstest du es auch schon damals oder hast du es erst nachhinein erfahren? Ich wusste schon. Ich habe ihm immer gesagt, komm mit mir, dass du mit deiner Mutter was machst. Verstehst du? Zigeunerlobby. Wir haben alle zu Hause Kinder, Frau. Freundin muss dabei sein. Weißt, was ich meine? Wieso hat es nie geklappt? Was, mit ihrer Mutter? Ja. Eigentlich sein wollte ich nicht, ja. Geheimnisse über deinem Ex? Also mein vorheriger Ex war Drogendealer. Und wie gesagt, er ist auch mal abgekackt nach einer Party. Wir waren im Filmcasino und ich habe mehr getrunken als er. Und danach sind wir Taxi gefahren, also es war mein Freund damals. Und dann musste er sich übergeben einfach. Er ist richtig abgekackt und ja, ich musste den Helden spielen. Und sonst noch andere Geheimnisse? Ja, er ist schlecht im Ticken. Also falls du das irgendwann siehst, ich habe mehr Geld als du. Das ist geil! In was ist er schlecht? Was war das? In Ticken. Im Ticken, okay, ich hab anders. Ticken, verticken, ja. Ach, sorry, ich hab verstanden, Ticken. Ja, ich hab auch was anderes verstanden. Aber, und sonst? Bist du eine Drogendealerin? Nein. Aber woher weißt du das? Bist du auch Drogendealer? Nein. Sie steht auf. Lüge! Nein. Ich stehe auf stabile Männer, die ein Leben im Ziel haben, die älter sind als ich, die größer sind, die ein Ziel haben halt im Leben. Und wie nicht irgendwie Drogen verkaufen und dann gehen die Menschen daran kaputt, so weißt du, das ist halt auch so eine Sache. Ich habe viele Freunde von mir gesehen, die sind dabei kaputt gegangen mit so einem Scheiß. Was für Ziele sind zum Beispiel für dich wichtig? Oder was könntest du dir vorstellen, dass ein Mann ein Ziel haben sollte? Was für ein Ziel er haben sollte? Also, falls es dann irgendwann mein Mann wird, dass er halt gut in seinem Job ist, dass er das Geld nach Hause bringt und nicht nur ich. Und halt regelmäßig trainieren oder so, was für seine Gesundheit macht und ja, einfach stabil im Leben sein. Dass Leute halt nach oben sehen zu ihm und nicht denken, ach, der hat mich gehauen oder so, oder er ist ein Drogendealer oder, ja. Wurdest du mal gehauen von deinem Freund oder allgemein? Ja, ehrlich gesagt schon, aber ich habe zurückgeschlagen. Wer hat gewonnen? Natürlich ich. Geheimnis von einem Ex? Er meinte, er will sich umbringen, wenn ich mit ihm Schluss mache. Und dann? Ich habe mit ihm Schluss gemacht und er lebt noch. Also. Hast du ihn therapieren müssen? Nee. Kam er dann mit deiner Freundin oder irgendeiner Freundin zusammen? Nee. Er ist dann verschwunden, keine Ahnung, war weg. Kennst du die? Ja. Achso, okay. Und noch ein Geheimnis? Keine Ahnung, gibt nicht. Gibt es ein Geheimnis von dir? Nee. Ja? Nee. Sicher? Ganz sicher. Wenn jetzt deinen Ex fragen würde, er würde nichts wissen? Nee. Erzähle Geheimnisse von deiner Ex. Von meiner Ex? Von deiner Ex. Bro. Was
soll ich dir erzählen für Geheimnisse? Ja, weißt du, sie hat nicht so gerne geredet so mit mir, weißt du, über Geheimnisse oder so. Sie hat einfach, während wir gechillt haben, sie war nicht ehrlich, weißt du, sie hat gelogen ohne Ende. Und deswegen, ich weiß nicht, was stimmt und was nicht, und ich will nicht erzählen, weil am Ende ist es, stimmt gar nicht so, weißt du. Aber vielleicht kann ja sein, du hast bemerkt, Beispiel, sie hat gesagt, hey, meine Ohren sind schmutzig, ja. Bitte mach nicht mit Ohrenstäbchen sauber, mach mit deinen Finger. Geh rein und hol Ohrschmalz raus vielleicht. Ja, ja. Gab's irgendwas, so Anmerkungen, wo du nie damals gedacht hast, aber jetzt, wo du verstehst, du denkst so, oi, das hat immer... Bruder, sie wollte immer, dass ich ihre Füße massiere. Bruder, ich mag Füße nicht. Massieren oder küssen? Massieren, Bruder, aber ohne Socke, so richtig mit Massageöl. Boah. Aber ich mag Füße nicht, ich finde Füße voll eklig. So, Bruder, du bist den ganzen Tag in Schuhen, du schwitzt. Sie kommt zu Hause an, sie ist bei mir, sie zieht ihre Schuhe, Socken aus, legt auf meinen Schoß und sagt, massier bitte meine Füße. Also dafür bezahlen? Nein, Bruder, ich habe nicht mal Geld bekommen dafür. Geheimnis von deinem Ex? Da gibt's noch eins. Er ist mit einer Freundin von mir zusammengekommen, mit der ich 5 Jahre so gut war. Sie war meine Nachbarin. Und er hat so getan, als würde er sie nicht heimlich zu sich bringen und auf dem Bett mit ihr chillen und so. Und ja. Und hast du verziehen? Also danach war... Oder hast du mitgemacht? Nein, kurz danach war irgendwann Schluss. Erzähl, wenn du mitgemacht hast, nein, haben wir auch ein Geheimnis von dir. Nein, habe ich nicht. Hast du auch ein Geheimnis von dir? Nee. Sicher? Sicher. Auch wenn ich jetzt deinen Ex frage? Frag. Hat sie dich wie ein Diener behandelt oder was war das? Ja, ich war gefühlt der Köter. Krass. Aber da jetzt zum Glück nichts mehr. Weißt du was davon? Nein. Ich kannte ihn damals noch nicht. Was meinst du, was das für ein Zeichen war mit Füßen massieren immer? Sie hat Socken ausgezogen nach Feierabend und auf seinen Beinen draufgetan. Ich denke mir so, ja, sie sagte so, ja, er wäre, keine Ahnung, sein Esklave oder so. Der Milchbubi soll mir, ja, mir alles machen, was ich will, ja, meine Wünsche erfüllen. Ja, genau. Was sagst du dazu? Boah, ein Mann, seine Hand vor mir hebt, ich habe 5-mal gehoben. Oh. Ja. Wie ein Löwe hast du geredet, wie ein Löwe hat auf dich gehauen. Wie ein Löwe, ja. Aber sie hat ihn gehauen auch. Ja, ich habe meinen Ex auch gehauen. Scheiße, ihr seid ja Männerschläger hier. Ja, pass mal lieber auf, gell? Ja, würde eine Frau dich schlagen oder einen Mann, dann würdest du doch auch ich würde mich freuen. Selber zurückschlagen. Genau. Ja. Genau. Ich würde endlich gegen eine Frau auch boxen wollen. Ja, eine Frau als Mann, das ist was anderes, aber es gibt ja auch Männerschläger oder so. Ja. Seid ihr keine Männerschläger, ihr zwei? Diesbezüglich eher gesagt nicht. Nur ein bisschen. Und gibt's noch so Geheimnisse außer Dealen oder dieses Alkoholgeschichte? Also mein Ex, Grüße gehen raus, du hattest was mit deiner Cousine, mit deiner ganzen Familie eigentlich. Und die habe ich dann auch kennengelernt und auch zusammengeschlagen, also. Ach so, kennengelernt und zusammengeschlagen. Ja. Also, auf einer Party. Mein Ex, hallo, lass mich doch reden, Digga. Mein Ex Pferde, also er steht auf Pferdefressen und so. Er ist ein Tierliebhaber. Ja. Nee, er steht auf Pferde. Ach so, nur spezialisiert auf Pferde? Ja, genau. Was gab es noch so für Anzeichen, was du vielleicht nachhinein gemerkt hast? Was ich nachhinein gemerkt habe? Bro, also eigentlich nicht viel, was komisch war, aber das mit den Füßen, das fickt heute noch so meinen Kopf. Ich bin heute immer noch so verwirrt darüber. Oder gab es auch so Sachen, wo du gemerkt hast, sie ist immer ohne Unterwäsche unterwegs? Draußen? Ja, allgemein, vielleicht magst du ja keine Unterwäsche anhaben. Und draußen nicht so, aber drin halt so ohne BH, aber es ist ja, macht was so, okay, ist normal so. Deswegen. Aber draußen war mit Unterwäsche? Ja, ja, draußen mit. Und gab es nichts anderes, vielleicht wollte sie, dass du sie schminkst, Beispiel? Nein, nur abschminken, Bruder, nur abschminken. Kompletter Service? Ja. Du hast ja alles, hast du auch massiert, Rücken oder so? Ja, normal, Bruder, aber das macht man einfach, weißt du, das ist normal. Aber nicht Füße mit Öl massieren. Aber ist nicht schlecht, Füße mit. Ich mag's auch. Und wir reden von Massage gerade. Ja. Nicht fußfetisch. Ja, ja. Ja, aber hast du auch bei ihr irgendwas gemacht dann? Oder hast du nur sie bedient? Oder nee, hat sie bei dir was irgendwas auch gemacht? Oder hast du alles gemacht? Bruder? Oder sie hat eigentlich fast gar nichts gemacht. Letzte Wörter und Message. Ich will deine Mutter aufbringen. Letzte Wörter und Message. Nächste Mal 10er mit mir. 9 Mädels und mit dir oder? 9 Jungs, 9 Mädels. 9 Mädels. Okay. 9 Frauen. Und mit mir. Da ein Elfer mit ihm. Oh, Elva, ja. Fußballmannschaft. Deine letzte Message und Wörter? Bruder, verarscht keine Mädchen. Fertig. Ah ja, das reicht, ja. Deine letzte Wörter und Message? Jungs,
lasst euch nicht von Mädchen wie Köter behandeln. Deine letzte Wörter Message? Regel Nummer 1, wir trauen niemanden. Eure letzten Wörter Message? Ich wünsche euch alle ganz was Liebes. Schaut. Schaut, dass ihr immer oben bleibt, keine Drogen nimmt, immer stabil im Leben seid und ein Ziel habt und eure Träume verwirklicht. Ja. Deine letzten Message und Wörter? Wörter oder Message? Ex ist Ex. Hure bleibt Unsinn. Eure letzte Message und Wörter? Folgt ihm auf TikTok. Deine letzte Message und Wörter? Folgt ihm auch auf YouTube. Ich weiß nicht, ob sie gemerkt hat, er geht immer weiter weg von ihr. Wisst ihr was? Ich gebe ihm Mikrofon und ich lasse ihn alleine. Was soll ich sagen? Cousengo, München auf die 1. Gehst du immer weiter weg von mir? Bruder, warum? Vorhin haben wir auch Video aufgenommen, wir drehen uns im Kreis, weil immer in der...